Titten. Dankeschön, Luca, für diese wundervollen Titten. Und so, was hast du gesagt, das Domfossil war das Ding mit den Klingen, ne? Ja. Oh, ich vergesse das echt. Okay, ich habe jetzt Domfossil erhalten. Super. Ja, pack Domfossil in der scheiß Intimtasche. Wieso nimmt ihr eigentlich der scheiß Forscher das andere? Kann ich ihn nicht einfach verprügeln und sagen, das ist jetzt beides meins? Ich habe ihn doch immerhin besiegt. Mach du. Arschloch. Ja, will irgendwie nicht. Lässt mich nicht. So, dann war's das erstmal aus dieser scheiß Höhle. Gengif, wow. Könnte ja sein, dass ich ein Stein-Pokémon angreift. Wirst du später noch alles brauchen. Ui, ich weiß. Bin ich draußen? Oh mein Gott, das sind zwei Karate-Typen, die mir irgendwas beibringen wollen. Ein Schlag roher Gewalt mit zerstörerischer, verheerender Wirkung. Wenn es darauf ankommt, ist Mega-Hieb die ultimative Attacke. Du nimmst zu, oder? Stimmst zu, oder? Kannst du voll deinen Pokémon Mega-Hieb erlernen. Ja. Okay, Der also andere kann gibt nur den einmal Top-Kick erwähnt. bei. Das, ja. Okay. Welchen Pokémon soll ich Mega-Hieb beibringen? Spaß für irgendeins, das gut ist. Kannst du auch später immer noch machen. Was ist mit meinem Hodensack? Dein Hodensack ist scheiße. Lass meinen Hodensack aus dem Spiel. Lass dich deinen aus dem Keller. Nein. Egal, ich bringe jetzt meinen Hodensack Mega Hieb bei. Ja, er soll eine Attacke vergessen, verdammte Scheiße. Oh, Kratzer. Oh, Silberblick, das werde ich bestimmt noch gebrauchen. Kratzer brauchst du noch weniger. Ja, aber Kratzer bringt mir wenigstens noch halbwegs was. Mega Hieb! Silberblick auch. Nein. Nun sind wir Immer die Freunde, gleichen Leute, die immer was Hiebe diese Dinger angeht. unterschätzen. Du solltest gehen, er dich. Arme fehlgeleitete Kerl, der dort drüben, der dritte trainiert sie. Wow, super. Und jetzt gehe ich direkt zu ihm rüber. Ja, komm, die gleiche Leier mit Tritten und Mega Kick erlernen. Komm, ich will Mega Kick erlernen. Ja. Ich glaube, Mega Und Kick. wieso weiß dieser Typ, der eingesperrt ist, dass ich das Team Rocket Team besiege? Der ist die ganze Zeit in diesem Raum eingesperrt Ja, und der weiß es er hat auf es einmal. mitgekriegt irgendwie. Mal gucken, was kann Pikachu denn so Tolles? Sterben. Ja, auch, komm. Gehen wir mal Pikachu Mega Kick rein, oder? Was ist das? Ist das eine normale Attacke? Ich kann mal kurz nachgucken, welche. Also, Pikachu Mega Kick beibringen bringt dir nicht viel. Ja, ich weiß. Weil Pikachu mehr Spezialangriff hat als normalen Angriff. Würde ich eher auch dem komischen Hodensack Hodensack. beibringen. Ja, dann bringe ich meinen Hodensack auch noch Mega Kick bei. Du weißt aber, was Turmkick macht, wenn du nicht triffst, ne? Was nochmal? Wenn du mit Turmkick nicht triffst, fliegt das Pokémon auf die Fresse und bekommt selber Schaden. Nee, das ist hier Mega Kick und Mega Schlag oder Mega Hieb. Das ist was ganz Ich anderes. weiß, nur bei Turmkick, wenn du damit nicht triffst, fliegt das Pokémon aufs Maul und verletzt dich selber. Das tut's doch so oder so. Okay, dann vergessen wir mal Kratzer. Ui, Hodensack hat Mega Kick gelernt. Ja, wir sind Freunde, ich gehe nicht zu dem Typen hinter mir. Ja. So. Ja, toll, Schutz wirkt nicht mehr. So, was ist jetzt? Misty ist die nächste, ne? Immer noch Jo. ein sehr, sehr schlecht gewählter Name für eine Frau. Wollte ich schon mal so am Rande gesagt haben. Und ich werde da hoch nie wiederkommen, doch, werde ich. Egal. Dann gehen wir vorne an die Mist hier raus. Nein, ich will nicht ins blöde Haus von dieser Oma gehen. Ja, so. Ja, komm, heil Hitler sie. Ja, danke schön. Piss dich, Schwester Joy. Ach, du kannst nichts. Ich wette, du verkackst gegen Misty. Nein, glaube ich nicht. Die Aquawelle von der haut ziemlich rein. Ja, aber ich hab Pikachu. Ja, ich habe auch Pikachu gehabt. Ja, aber ich bin zauberhaft. Aquavella hat trotzdem mit zwei Attacken getötet. Aber dafür habe ich noch Eichelkopf. Hui. Ja, ich hab meinen Riesenschwanz nach hinten gepackt, weil ich glaube, der bringt hier nichts. Ich frage mich, wie ich damals Pokémon ohne fünffache Geschwindigkeit geschafft habe. Ganz einfach, in 5 Wochen. Du siehst, wieso ist, ja Oh. genau, mitten in diesem Team Rocket infiltrierten Turm ist ein Bett drin und ich kann mich schlafen Ja legen und die klar. Pokémon regeneriert werden. Sieper! Ist doch Oh alles so Mann. logisch. Ey, wieso kackt das nicht mit einem Schlag ab, ey? Ohne Scheiß.
Das ist Donnerschock, verdammt. Ja. Verfickter Fisch. Sei mein Sushi jetzt. Sushi. Komm, ganz viele P, damit ich gleich hier hyperstark bin. Ja, schneller. Der Hyperschlag setzt. Ist. Der setzt Muschis ein. Toll. Muschis. Friss das hier. Ey, ohne Scheiß, wieso stirbt er nicht mit einem Schlag? Ui, Tackle. Haha, jetzt bist du paralysiert. Durch einen Tackle. Ja, der hat mich getackelt und Piss on You kann ja Leute paralysieren. Ja, ist bei meinem scheiß Pikachu ja auch. Nein, das ist nur bei meinem so. Nein, meins hat's auch. Aber meiner ist zauberhaft. Nein, deiner ist scheiße. Und diese Leute hier haben genau voll die engen Höschen. Voll der Scheiß. Ah ja, komm. Picknickerin, ey, was macht eine Picknickerin? Oh, Goldini, wie süß! Ist das nicht goldig? Dudumts. Goldini ist behindert und scheiße, keiner mag es. Ja. Ohne Stink. Alter, wie komm ich in die scheiß 10. Etage rein? Ich bin wieder in der 9. Ey, ich krieg's kotzen. Oh, diese sinnlosen Labyrinthe, ne? Das haben die von Resident Evil geklaut. Genau. Was? Wie zur Hölle? Verdammtes Goldfischding! Hat sich getötet. Ja, ist mit Pikachu getötet. Aber dafür habe ich noch meinen schwulen Vogel. Nassmacher, ui. Boah, das sieht aus, als würde ich durch die Gegend pinkeln, ey. Paff, Schnabel. Großartig. Voll, jetzt hat Eichelkopf Level abgekriegt, aber nicht meinen Pissen. Fang die an, Mauzi. Kannst du Gegner mit Geld bewerfen? Ja, toll. Und danach muss ich erstmal eine halbe Stunde verbringen, um dann mein Geld wieder einzusammeln. Das wird nach dem Kampf automatisch gemacht. Ja, was denkst du wohl, dass nach dem Kampf passiert? Genau, und sammelst eine halbe Stunde an Geld auf. Ja, das macht er. Aber das Spiel Pokémon ist so nett und überspringt diese Phase. Ja, richtig freundlich das Spiel, ne? Ja, finde ich auch. Och man, das ist ja schon wieder dieser dumme Gary-Verschnitt. Der Green Goblin. Ich hab meinen Green Goblin genannt. Ne, G-Goblin. Also mein Rival. Ui, Tauboss frisst den Donner. Uiuiui. Wie die Attacke geht daneben? Deine Mutter geht daneben. Wieso trifft Pikachu nicht? Heilige, der hat dreimal den Donner verkackt, sterben, bevor der geklappt hat. Verdammter Hurensohn, du wirst jetzt sterben. Fukano, was hätte ich gegen Fukano ein? Ui, Härtner. Uiuiui. Billikatz. Alter, Härtner, so eine. Ich hab bessere Attacke. Pokémon als du. Härtner ist geil. Aquawelle? Ja, das war nicht dein Ernst, wie kann bitte. Ich hab so gesagt, die Aquawelle ist böse. Ich komme mir so verarscht vor. Weißt du, wozu ist Donner stärker als Wasser, wenn Wasser immer noch stärker als Donner ist? Weil die Attacke an sich einfach stark ist. Egal, dann tue ich erstmal meinen. Ich werde jetzt verprügeln. Ich werde dir das sowas von verprügeln. Dass ihre Muschi noch 5 Tage später juckt. Alter, ich hab das auch wie das Pikachu jedes Mal den Donner verkackt. Hat Turtok Pikachu umgebracht, weil es natürlich den Donner nicht durchgekriegt hat. Muss das Ding als erstes Aquawelle machen. Nein, mein Riesenschwanz ist tot. Bodensack, ich spiel dich. Bist du noch bei Stern du oder bei Starmi? Ich bin bei Starmie. Ui. Ja, der ist böse. Toll, mein Kick ging auch noch daneben. Alter, Pikachu, jetzt trefft doch endlich mal. Alter, ist Pikachu schon wieder tot? Hier, Level 16 Habitat, du bist dran. Ey, wie mich das aufregt. Jetzt hab ich's nur Billikat wiederbelebt, scheiße. Soll ich doch gar nichts. Okay, Diktri. Der Diktri hasse ich sowas von, das Vieh. Nein. Wurde fertig gemacht. Ich hab's doch gesagt, die macht dich fertig. So, Pikachu, weh, du triffst mit deinem scheiß Donner nicht. Achso, man stirbt, verliert Geld und ist im Pokémon Center, oder wie? Ja.
Achso, das Mittlerweile bei Feuerrot steht dann da ja mittlerweile auch sogar, dass man dann zu Pokémon Center gelaufen ja, ist. Ja, weil ich meinen Pokémon beschütze und dann, vor allem, ich falle in Ohnmacht und dann laufe ich mein Pokémon zum Pokémon Center. Ja. Okay. Gut, dann heißt es wohl trainieren, trainieren, trainieren. Und es gibt nirgendwo eine bessere Gelegenheit zu trainieren, außer bei dieser Schulenbrücke hier. Ja. Ach, du verfickter Gegengobli, du Bastard-Wichser. Musst du immer mir in die Quere kommen, wenn ich was machen will. Ja, deine Mutter ist stärker als du. Fick dich doch, ich besiege dich. Scheiß Wichser da. Tauboga, bist du jetzt echt Ketchum oder was? Bastard. Oh, ein Pisson, hier hat jetzt nicht gerechnet. Scheiß Tauboga, fick dich, du Hurensohn. Ey, was ist das? Ohne Scheiß! Wieso was ist das? Denn? Ja, ich mach Donnerschlag auf Tauboga, ein Flug-Pokémon, das angeblich gegen Elektroattacken vollkommen schutzlos ist und es zieht da ein Drittel Leben ab. Tja, wenn dein Pikachu zu schlecht ist. Es ist ein Level tiefer! Ja! Andere Attacken würden noch weniger Schaden machen. Spaß, diese Rattenfratze, dich fick ich auch noch, du Bastard, Mann, so. Toll, ich hab ein Lapras geschenkt bekommen, wer braucht so einen Scheiß? Ja, dann kannst du meinen Wasser schicken. Okay, Pikachu ist so... Das heißt Lapras und es ist sehr intelligent. Ey, Pikachu ist so ein schwacher Bastard, ne? Oh toll, jetzt hat er ihn paralysiert, wow. Willst du jetzt einen Keks für haben? Yay, jetzt komme ich zu Giovanni. Vorher läuft natürlich noch so ein scheiß Rocket Rüpel auf den Weg, ey. Ich verstehe nicht, wie Ash mit Pikachu überhaupt so weit gekommen ist. Das ist so ein nutzloser Bastard. Du kannst einfach nix. Nein, das Pikachu kann nix. Oh, Shiggy. Du kannst nix. Oh, Shiggy. Mein Pikachu geht voll ab. Dein Pikachu? Ja, dein Pikachu ist Level 39. Das hat mittlerweile ein bisschen mehr Leben. Und schon Donnerschock. Töte Shiggy. Er will's mich verarschen, schon wieder ein scheiß verficktes Wasser-Pokémon und ich mach Donnerschock und das Ding kriegt nur ein Drittel Leben ab. Ich komme mir langsam verarscht vor. Ja, ohne Scheiße. Gib's einfach auf, du kannst das Spiel nicht, Michi. Nein, das ist... Tor auf ihr euch scheiß Japaner, die ihr Kacke von Namen. Tor auf euch. Besorgt euch Riesenpenis, bevor ihr Spiele machen könnt. Scheiß mit Fixer, was ist das? Ich wurde schon Giovanni angegriffen. Oh ja, und Ackerfall ist natürlich wieder mal besser, ne? Verdammte Hurensohn, Shiggy Missgeburt. So, stirb. Sieht aus wie ein scheiß hässlicher Penis. Ui, Abra, ui. Abra wird dir sowas von gebraten von meinem scheiß Riesenschwanz jetzt. Giant Cock, los! Verteidige meine Rumäner-Ehre. Halt die Fresse, ist da in der Vorsicht. Ich hab zwar nichts gesagt, ja, aber okay. Friss meine Glut. Wollt ich? Ja. Teleport, oh, wolltest du. Ja. Alter, das Ding kann auch nur Teleport, ne? Bei mir gerade auch so. Ich hab grad mit Snobilikat die Aquawelle gemacht. Ist sehr effektiv und ein Viertel Leben abgezogen. Ja, siehst du mal. Ja. Haben halt eine hohe Spezialverteidigung, würde ich mal vermuten, ne? Das ist geil, ist eben so, der hier, dieser G-Gobli setzt Abra ein. Wieso greift den an? Auf einmal Abra, Teleport, kann nicht teleportiert werden. Also beziehungsweise fehlgeschlagen. Ja, macht er immer. Aber das ist aber kein Wildes, das war ein Gefangenes. Also wieso sollte er Teleport in einen Kampf einsetzen? Ich weiß, weil Abra nichts anderes kann. Erst wenn es Kadabra wird, kann es was anderes. Warte. Was zur Hölle will er jetzt schon werden? Ui, was hat er mir geschenkt? Ruhmes-Datei? Wow, was soll ich da mitten in den Arsch stecken? Ja, komm, verpischt sich. Piss dich einfach. Ruhe, Bock. Toll, jetzt muss ich wieder zum scheiß Krankenhaus. Sag ich, wie hieß nochmal die Polizistin hier? Rocky. Officer Rocky. Wie hieß Officer Rocky? Ja. Aha. Das ist gar nicht das Problem. Ich weiß nicht, Rocco, Rocky. Rocky, der Kämpfer. Rocky Balboa. Das eine hat ja nichts mit dem anderen zu tun. Doch. Nein. Oh mein Gott. Nugget-Brücke. Nugget. Why, wenn ich. Nein, Nugget. Wenn ich 5 Trainer besiege, kriege ich einen wertvollen Preis. Ja. Ich
besiege. Und du hast gefragt, ob du Team Rocket willst. Ja, ich weiß. Ich darf zu spoilern. Ihr habt nichts gehört, das erfahrt ihr erst, wenn ich die 5 Trainer besiegt habe. Alter, Level 10 Raupi, wollen die mich verarschen? Pikachu, du nutzt. Wie stellt dieses scheiß Kangama aus? Ja, viel. Ey, Pikachu, du nutzloses Wesen. Du bist so nutzlos, Pikachu. Echt. Du bist nutzloser als ein zerrissenes Kondom. Ich würde auch nicht gut campen, wenn man mich Piss on You nennt. Aber so sieht er aus. Das hat der Name nichts mit dem Können zu tun. Oh, ich habe keinen Bock noch gegen Saftkorn zu kämpfen. Soll das mein scheiß Vogel machen? Yay, ich hab doch eben gesagt, ich will wechseln. Ich will meinen Eichelkopf kämpfen lassen. Aber ich Saftkorn kann die immer noch die beste Attacke. Härtner. Los, friss meinen Schnabel, du Pisser. Bueno. Ich habe einen Meisterball bekommen. Ich glaube, dafür fange ich mir in Level 2 Nidoran. Ist das dein Ernst? Ja. Soll ich Video machen, wie ich das mache? Was? Soll ich ein Video davon machen? Ja, ich will sehen, wie du den Meisterball verpulverst, ja. Ich spiele Pokémon sowieso nicht, um alle Viecher zu fangen, einfach nur um es durchzuspielen. Und das willst du durchspielen ohne... Was ist eigentlich das hier, dass das... Für was braucht man dann den Meisterball eigentlich? Was ist hier das legendäre Pokémon oder gibt's keins? Es gibt mehrere. Ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, ich habe ja vorher immer nur Gelb gespielt und Rot normal. Ich glaube, mittlerweile kannst du jetzt bei Feuerrot auch noch in die Johto-Welt da, die du bei Gold und Silber gespielt hast. Aha. Und warte kurz, Moment, ich muss mal hier ein bisschen aufstellen bei mir. Und was ist jetzt das legendäre Pokémon hier, das ich fangen kann? Und sag mir nicht, das ist Glurak. Es gibt mehrere legendäre Pokémon. Erstmal Mewtwo. Ach, die Scheiße. Dann gibt's ja noch Zapdos, Lavados und Arctos. Lavados war doch das Feuerding, Yoto, ne? Ja. Arctos, Lavados und Zapdos sind diese komischen Vogelfiecher. Ach, die. Ja, bei Johto dann gibt's dann noch Lugia und Ho-Oh. Mhm. Ho-Oh. Gibt dann sonst noch ein paar andere legendäre Viecher, aber. Oh mein Gott. Ach, schon, das ist ja ein Pflanzending. Ups. Ich muss mal lesen, was da steht. Oh nein, nicht Absorber. Mein Pikachu kann irgendwie gar nichts. Scheiße. Hast du schon mal gesagt? Ja, ich kann immer noch nichts. Ich denke, wenn ich es anspucke, dann lernst du was dazu, aber nein. So, Mewtwo und Mew sind legendär. Gucken, was gibt's noch? Celebi, sagt mir überhaupt nichts. Dann bei Johto diese komischen Hunde, die du da findest im Keller, die immer abhauen. Was für Hund? Oh, es gibt im Keller von dem Ho-Oh, also dieser Stadt, wo es Ho-Oh gibt, da gibt es irgendwie so einen kaputten Turm. Wenn du da in den Keller gehst, da sind dann diese komischen drei Hundeviecher, irgendwie Entei, Raikou und irgendwie noch so eine Scheiße. Mhm. Die hauen immer vor dir ab, wenn du die fangen willst. Könnte sein. Celebi sagt mir überhaupt nichts. Ja, mir auch nicht. Ich sitze ja an wie diese Schule gelbe Auto bei Transformers. Nee, das war Bumblebee. Ich habe gerade mal hier legendäre Pokémon angeguckt. Es gibt aber extrem viele legendäre. Ja, wir müssen ja das Spiel zum Laufen bringen. Früher gab es nur Mew, Mewtwo und diese Donnervögel da. Und jetzt mittlerweile gibt es hier pro Edition irgendwie 10 neue. Ich meine, wenn Pokémon schon so erbärmlich geworden, dass die schon Vorentwicklung von Pokémon machen müssen. Ja, also von daher... Es gibt auch Resident Evil Remakes. Resident Evil? Ja, gab's auch Remakes. Ja, aber das war wenigstens gut. Ich hätte nichts gegen, wenn die jetzt noch ein Remake von Resi 2 und 3 machen würden. Und vielleicht von 4, aber nur in besserer Grafik. Diese HD-Version war nur so eine Verarsche eigentlich. So viel besser sah's auch nicht aus. Also Was? Ich hab dir gerade nicht zugehört, sag's bitte nochmal. Ich sagte hier, bei Resi gab's ja auch hier... Resi 4 gab es ja auch so eine HD-Version. Und ich fand das sehr... Echt? Ja, und das war ja voll die Verarsche, weil... HD war es ja, schon mal nicht. Du kannst dir auch einen Patch runterladen, mit dem du das in einer besseren Grafik hast. Ja, aber das Problem ist, dieser Patch hat glaube ich, die bessere Grafik gehabt als diese HD-Remake-Kacke da. So, ich habe nie was von Resident Evil 4 Remake gehört. Ja, ich kann dir mal später den Link schicken, da gibt es von ein HD-Remake. Für PS3,
360 und PC. Ist ja super, ich geh jetzt pissen, bis gleich. Ja, piss on you, ich auch grad pissen. Rettern, was ist das, eine scheiß Schlange? Wir haben ja gelernt, dass Vögel hier in Pokémon keine Schlangen fressen, also von daher setze ich ihn trotzdem ein, weil er Level gewinnen muss. Ja, komm schon. Oh Gott, ey, scheiß Bedrohung, ja, 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 ich weiß. Ich will ihn doch nur bumsen. Bam, Junge, bam, Junge. Ah, nur zweimal. Au, endlich geben mich. Müsste der Biss nicht irgendwie mich vergiften können oder sowas? Ja, Mann! Verdammter Hurenbock, da hast du es, da hast du es! Vogel, Alter! Sorry, das musste sein, ich habe gerade Fett gegessen. Oh ja. Ich bin ja hier jetzt auf dem Land, was haben wir heute? Sonntag. Das wird wahrscheinlich erst irgendwann Mittwoch hochgeladen, denke ich mal. Und ich bin auf jeden Fall auf dem Lande und haben wir dick gegrillt. Ich glaube, ich habe es in der Vorweise schon erklärt, dass man hier es anscheinend macht. Anscheinend, nein, ich weiß nicht, man macht das. Ist aber schnell. So, bin wieder da, du Crackbitch. Ich war nur pissen. Ja und? Ich kämpfe gerade gegen dein Lieblings-Pokémon. Egal. Nidoking ist das beste Pokémon. Ich kämpfe gerade gegen dein Lieblings-Pokémon. Nidoking? Nidoran, Nidoran ist sicher nicht mein Lieblings-Pokémon. Nidoking. Das einfach das Beste ist. Wieso? Ist auch eine ich Begründung schon erzählt. Ja, da hat es mir im Privaten erzählt, aber ich glaube, meine Viewer würden gern wissen, wieso du Nidoking als super krass empfindest. Weil Nidoking komplett ausgeglichene Werte hat und ab Gold und Silber kann man dem alle Attacken beibringen. Ja, Gold und Silber. Also wir sind gerade bei Feuerrot. Ja, das ist ja ab Gold und Silber. Ach so, sorry. Friss meinen Kick! Bam, Junge! Ja, heul rum, so viel du willst. Was zur Hölle? Ich glaube, bei mir spinnt die Tastatur gerade. Wenn ich mit der Maus irgendwo hinklicke, markiert er den ganzen Bildschirm. Vielleicht hältst du irgendeine Taste gedrückt aus Versehen. Nein. Das ist es ja. Dann ist das äußerst strange. Es ist gerade so, als ob man die ganze Zeit die Steuerungstaste festhalten würde. Vielleicht tust du das, Junge. Ich hebe die mal kurz raus. Egal, Nidoking. Ich habe mit Level 75 Nidoking Trainer Rot besiegt, ja. Okay, gegen was ist Mankey allergisch? Außer Bananen. Ich muss gerade überlegen. Ja, das ist immer so, gegen Psycho, weil das ein Kampf-Pokémon ist. Was ist, wenn ich ihn mit dem Donnerschock braten will? Warte. Halt, macht ganz normal Schaden. Oh, toll. Nein, nicht Kratzfurie. Pikachu ist eine Pussy, nein! Haha, ist paralysiert. Scheiße, jetzt die Steuerungstaste rausgeflogen. Du bist so ein Bastard. Oh, lustig. Ruckzuckhieb macht mehr Schaden als Donnerschock. Piss on you, du bist wieder mal nutzlos wie irgendwie. Ja, wahrscheinlich hat die Pokémon haben ja mittlerweile verschiedene Charaktereigenschaften. Je nachdem, was die haben, natürlich dann der andere Wert. Und ich denke mal, dass dein Pikachu irgendeine scheiß Charaktereigenschaft hat, wo der mehr Angriff hat als Spezialangriff. Deswegen macht bei dir auch der Donnerschock so wenig Schaden. Herzlichen Glückwunsch, du hast alle 5 Trainer besiegt. Du hast einen großartigen Preis gewonnen. Mason erhält Nugget. Nein. Ja, ich pack Nugget in meiner Inzin-Tasche. Was soll der Scheiß? Diese scheiß Steuerungstaste hier, ey. Du möchtest auch Mitglied des Team Rockets werden. Unsere Rubrierung mit blablabla Pokémon, teuflischer Zweck dabei, blablabla. Wie, Moment, wieso krieg ich keine Auswahl zwischen Ja und Nein, dass ich sagen kann, ja, ich will beitreten oder nein, ich will nicht. Und der sagt direkt Nein, was soll der Scheiß? Vielleicht will ich bald dabei sein. Vielleicht will ich einfach den Boss ficken und dann sein Geld klauen und dann werde ich Herrscher der Welt in Pokémon. Und danach wache ich aus dem Koma. Ich muss eben die PC neu starten, Michi. Ja, warte, ich mache auch gleich aus. Moment, 2 Minuten. 1 Minute eigentlich. Ich besiege nur noch hier den Homo-Fürst und dann kannst du ruhig PC aufmachen. Kann ich auch jetzt schon? Nein, kannst du nicht. Doch. Aber komm, chill noch. Nimmst du danach noch ein Part auf? Vielleicht später, aber warte, 1 Minute noch, jetzt komm schon. 1 Minute noch, komm. Ja, mach keinen Stress. Ja, ich bin dabei, warte, ich muss nur mit meinem scheiß Piss on You versuchen, hier Leute zu töten. Ja, mach weiter Silberblick, als ob ich stören würde. Komm schon. Oh, das war jetzt schlecht. Oh, jupp. Piss on You ist tot. Richtig so. Halt die Fresse.
Eichelkopf, du bist dran! Ja, Mann! Eichelkopf hat hier wieder mal den Tag gerettet. Okay, Zubat. Was ist Zubat nochmal? Flug, ne? Flug. Okay, mein Donnerwichser ist ja tot. Dann tue ich mal meinen Riesenschwanz wieder ins Spiel packen. Zubat und Golbat sind doch gegen Eis empfindlich. Weiß nicht warum. Vielleicht, weil die Kälte nicht mögen. Friss meine Metallklaue. Okay, hat nicht so viel gebracht. Nein, nein, nicht ver... Oh. Tot? Nein, er hat ihn verwirrt. Jetzt wechsle ich das Pokémon. Ich habe keinen Bock, dass er sich wieder selber schlägt, weil er zu blöd zum Kacken ist. Ach, Verwirrung ist doch cool. Ich prügel jetzt einfach einmal auf die Tastatur und vielleicht hilft das ja. Ah ja. Okay, dann kriegt er... Ja, es hat geklappt! Leute. Es hat geklappt, Michi! Sag ich doch, irgendeine Taste hat sich verfangen. So, Mega-Hieb! Bam, Junge, in die Fresse, du Hurenbock! So, jetzt ist er tot. Bodensack erhält 75 EP. Wow, hat ja voll viel gebracht. Ich hab irgendwie Bock, nochmal Resident Evil 4 zu spielen. Warum das so lieb? So, krieg ich jetzt noch eine Strandkaufe. Daran ist deine Eier stinken. Blablabla, recht bei mir gucken so viele Leute Silent Hill, das ist unglaublich. Unglaublich. Ja. Okay, das heißt viel, verhältnismäßig viel für meinen Kanal. Yeah. Ja, wieso? Silent Hill ist auch gut, oder nicht? Also, ist es auch, aber... Okay, der Teil ist jetzt nicht so der beste der Reihe, aber trotzdem. Ich finde Silent Hill 5 geil. Ich habe immer so durchschnittlich 100 Aufrufe. So schön. Ja, bis auf den ersten. Auf dem ersten sind 220. Ja, der erste wird immer am meisten angesehen. Bei mir auch so. Dann denken Leute, oh, das ist ja scheiße. Gut, gucken Sie nicht mehr. Dann haben wir es für heute durchgeschafft hier. Danke für die nette Unterstützung von Herrn Fussel. Du lädst doch eh nie was hoch. Doch, ja, ich hab Wochenende. Am Wochenende lag ich so oder so nicht hoch. Und Freitag konnte ich nicht, ja, weil ich hier eine 5kW-Leitung habe. Nee, ist aber die Leitung. Was ich hier für eine Leitung habe. Ja, aber die Leitung hier am Land ist echt schlecht, deswegen. Meine ist schlechter. Ich kann nicht mal YouTube-Videos mit 360p gucken, ja, und das erledigt. Ich muss auf 240 tun und dann eine halbe Stunde warten, bis ich ein Video gucken kann, ja? Also hier. Ja? Klar. Egal. Dann würde ich sagen, bis dann vom Hausen. Ich hier kleine Eier. Ja. Und sie stinken. Und du hast keinen Hut. Tschüss.